Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was gestern Abend angeht. Auf der einen Seite war es natürlich sehr unterhaltsam, 15 Spiele mehr oder weniger gleichzeitig, unendlich viele mögliche Ausgänge, wie die Tabelle am Ende aussehen kann in beiden Conferences. Ich bin ständig hin und her geschalten und habe die Spielstände gecheckt, das hatte schon was. Auf der anderen Seite waren so viele extrem deutliche Spiele dabei, was dem Ganzen so ein bisschen die Spannung genommen hat. 9 der 15 Spiele endeten mit mindestens 15 Punkten Unterschied. Wir hatten so anderthalb spannende Games, der Rest war schon lange vor Spielen entschieden und das nahm den Ganzen wirklich so ein bisschen die Spannung. Einige Teams schonten ihre Spieler, weil es für sie um nichts mehr ging, und dann gab es halt auch echt viele Duelle zwischen guten und schlechten Teams, in denen sehr schnell für klare Verhältnisse gesorgt wurde. So oder so, wir wissen, wie die Tabelle aussieht, wir wissen, wer den Dreikampf an der Spitze des Westens gewonnen hat, wir wissen, wie es auf den Play-in-Plätzen des Westens aussieht, wir wissen, wer den Dreikampf um Platz 2 im Osten für sich entschieden hat und wie dort die Plätze 5 bis 8 aussehen. Es war eine sehr gute Einleitung in die heiße Phase der Saison, endlich sehen wir Basketball, in dem es auch wirklich um was geht, und das wird sich in den nächsten Wochen noch nicht ändern. Ich möchte in den nächsten Minuten mal über 5 Erkenntnisse des vergangenen NBA-Abends reden, 5 Dinge, die mir aufgefallen sind, über die es mal so ein bisschen Redebedarf gibt. Dann starten wir doch direkt mit dem ersten Thema, und zwar Vintage LeBron James war zu sehen, ein Mann auf einer Mission. Es hatte Elimination Game LeBron-Vibes, was wir da gestern Abend in New Orleans gesehen haben. LeBron war von Anfang bis Ende der beste und wichtigste Spieler beim dominanten 124-208 Erfolg der Lakers über die Pelicans. Zwischenzeitlich war man mit 30 vorne, gab von der ersten Sekunde an den Takt an und war extrem überlegen. Bitte lasst mir ganz kurz die Freude, denn die Lakers-Saison wird wahrscheinlich bald vorbei sein, sollte man in Runde 1 auf Denver treffen, da muss ich das hier gerade noch wirklich sehr genießen. Was ich auch sehr genossen habe, war eines der besten LeBron-Games seit langer Zeit, genau zur richtigen Zeit. Er beendete das Spiel mit 28 Punkten, 11 Rebounds und irren 17 Assists, eine absolute Traumleistung. Damit ist LBJ erst der 5. Spieler in der NBA-Geschichte, dem in einem Spiel das Kunststück gelang, über 25 Punkte, 10 Rebounds, 15 Assists und 5 Steals aufzulegen. James hatte bereits nach 4 Minuten ihre 7 Vorlagen und war damit maßgeblich schuld am Traumstart des Teams, und seine 13 Assists zur Pause waren sein Karrierehöchstwert. Kann man mal so machen, neue Bestmarken aufstellen mit 39 Jahren in der 21. Saison der Karriere. Er verteidigte nicht nur höchstpersönlich seinen Williamson in jedem Angriff der Pelicans in Hälfte 1, er sezierte auch noch die New Orleans Defense Mal für Mal und fand die Kollegen, als wäre er Prime Magic Johnson. James sah zu keiner Zeit wie der Spieler aus, der letztes Jahr in den Playoffs war. Passiv, häufig abseits des Balles zu finden, sehr wurflastig, das war wieder Vintage LeBron, der die Fäden der Offensive zog, in jedem Angriff die Kontrolle hatte und so das ganze Spiel an sich riss. Man melkte das James Davis Pick and Roll hier gleich im ersten Angriff der Partie, immer wieder fand LeBron seinen Partner mit gut geteilten Bounce-Pässen für einfache Drives und Layups. Oder mit solchen Lob-Anspielen und einfachen Dunks in der Zone, wo die Pelicans vollkommen überfordert waren. LeBron holte Switches und jagte Matchups im 1 gegen 1, hier mit spielerischer Leichtigkeit gegen Zion Williamson. Und hatchen die Pels raus, dann spielte er sofort zu Davis im Short Roll für diese 4 gegen 3 Überzahlsituation. Und das hier können auch nicht viele, Two-Man-Game der beiden und Hachimura mit seinem Baseline-Cut, das ist ein absoluter Traumpass von James. Gerade diese Signature Hachimura Baseline Cuts führten häufig zu einfachen Punkten, damit erwischte man New Orleans komplett auf dem falschen Fuß, da sollten diese unbedingt den Fokus drauf legen für das in Anführungszeichen Rückspiel. LeBron sezierte die wirklich überforderte Pelicans Defense im Halbfeld immer und immer wieder. Und er zeigte einmal mehr, dass er der beste Transition Spieler ist, den dieser Sport jemals gesehen hat. Immer wieder drückten er und die Lakers aufs Tempo, nachdem sie wichtige eigene Stops am defensiven Ende geholt haben, und immer wieder von James die komplett freien Mitspieler. Hier in diesem Angriff weiß er schon mal, vor dem Ball überhaupt bekommt, dass Anthony Davis komplett frei unter dem Korb ist, findet ihn dann mit diesem No-Look-Touch-Pass. Und generell war es eine Bullyball-Masterclass. LBJ war keineswegs interessiert daran, Jumper zu nehmen, seine Mission war nur die eine, selber zum Korb zu gehen und dann dort zu scoren. Rim Protection ist in meinen Augen die große Baustelle der Pelicans in dieser Saison und einer der Hauptgründe, warum ich dieses Team nicht so sehr mag, wie es viele andere tun. Jonas Valanciunas ist kein besonders guter Rim Protector, Larry Nance ist es auch nicht, Zion und Ingram sind für Wings jetzt auch nicht die besten an diesem Ende. Die Rim Protection der Mitte ist mangelhaft, die Help Defense überhaupt nicht vorzufinden gegen die Lakers, da müssen eine Menge Dinge ausgebessert werden vor dem Spiel morgen Abend. Die Pelicans müssen LA vom eigenen Korb weghalten, sonst wird dieses Spiel ähnlich enden wie das gestern.
Wenn LeBron aber wieder so spielt und wieder so Bock hat und die Lakers wieder so die Muskeln anspannen, dann mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, dass die Lakers dieses Spiel verlieren werden. Und nur fürs Protokoll, nicht, dass wir überhaupt darüber reden müssen eigentlich, aber nein, die Lakers sollten dieses erste Play-in-Game nicht tanken, um dann zu versuchen, das zweite zu gewinnen, um gegen Oklahoma City in Runde 1 zu spielen. Erstens ist das viel zu riskant, am Ende verliert man gegen die Warriors oder Kings zu Hause, das kann ganz schnell passieren, das kann ganz schnell hinten losgehen und zweitens halte ich nicht viel davon, mit Absicht zu verlieren, um gewissen Gegnern aus dem Weg zu gehen, dazu gleich noch mehr. Wenn es am Ende Denver wird, dann ist das so, dann gib mir eben Denver. Kommen wir zu meiner Erkenntnis Nummer 2, und zwar die Wagner-Brüder sind in den Playoffs. Es war ein wirklich guter Abend für die deutschen NBA-Fans, allen voran deutsche Orlando Magic-Fans, denn relativ schnell zeichnete sich ab, dass alle Konkurrenten des Teams gewinnen werden. Philly, Indiana und Miami, mit einer Niederlage gegen Milwaukee wären die Magics auf Platz 8 und damit ins Play-In reingerutscht. Doch auch die Magic ließen nichts anbrennen in ihrer Partie, man dominierte gerade nach dem Seitenwechsel gegen Milwaukee und zog davon, ich liebe dieses junge Team einfach. Die Defense von Jonathan Isaac, die ich mir bei Gelegenheit in einem extra Video mal ganz genau anschauen werde, ihre Defense insgesamt, das Rim Attacking von Banchero, das Shotmaking von Franz, die Rollenspieler-Skills von Mo, Orlando hat es wirklich verdient in den Playoffs zu stehen, nach so einer Saison, Platz 8 wäre nach den letzten Monaten richtig mies gewesen eigentlich. Cleveland gegen Orlando wird nicht die meistgesehenste Erstrundenserie ever werden, aber es wird denke ich eine auf Augenhöhe und ich kann es kaum erwarten, vor allem Franz Wagner in den Playoffs spielen zu sehen. Die Defense der Magic ist legit, da werden die Cavs richtig dran zu knabbern haben und ich freue mich wirklich auf diese Serie, da wird es sicherlich das ein oder andere Video zu geben. Aber bleiben wir doch gleich mal bei den Cleveland Cavaliers, welche gestern Abend ihr Heimspiel gegen die Charlotte Hornets mit Absicht verloren haben, um nicht Zweiter zu werden und dann in der ersten Runde auf Miami oder Philadelphia zu treffen. Natürlich spielst du in Runde 1 lieber gegen Orlando als Miami, an so einer Aussage ist überhaupt nichts verkehrt, was ich allerdings verkehrt finde, ist mit Absicht zu verlieren, nur um den leichteren Gegner zu erwischen. Aktuell kann man so etwas nicht verhindern, aber vielleicht in Zukunft, wenn man sich Gedanken machen sollte, ob und wie man eventuell die Regeln ändert. Ich meine, wie wäre es denn, wenn die 4 Teams mit Heimvorteil sich ihre Gegner aussuchen könnten in der Reihenfolge ihrer Platzierung? Dann gäbe es einen echten Ansporn für sie, weiter oben zu landen und man würde ganz nebenbei die Teams massiv dafür belohnen, da oben zu stehen. Boston wird wahrscheinlich entweder gegen Miami oder Philadelphia spielen, bei den Knicks ist es schon safe, dass sie einen dieser beiden als Gegner haben werden. Die beiden besten Teams der Regular Season im Osten spielen nun also gegen die beiden vermeintlich stärksten Gegner aus dieser 5er bis 8er Gruppe, während die Bucks und Cavs in Anführungszeichen nur gegen Orlando und Indiana spielen. Sollen sich die Celtics doch aussuchen, gegen wen sie spielen in Runde 1, wenn die Play-ins gespielt wurden, dann würden sie wahrscheinlich Indiana wählen. Dann nehmen die Knicks Orlando, Milwaukee Philadelphia und Cleveland Miami. Die Cavs hätten das letzte Spiel sicherlich nicht getankt, wenn das so der Fall gewesen wäre, dann hätten sie vieles dafür getan, um Zweiter zu werden und so sollte es ja eigentlich auch sein. Mal ganz abgesehen davon, dass da einige Rivalitäten entstehen könnten, wenn Teams andere als Gegner auswählen, die Storylines und die Sprüche und all der Trash-Talk und alles drumherum wäre so crazy, denke ich. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee für die NBA, um das Ganze noch spannender zu gestalten und das liegt ja auch in ihrem Interesse. Nichtsdestotrotz riesiges Lob an die Knicks, dass diese, wie einige gesagt haben, so dumm waren und dieses Spiel gegen Chicago mit aller Kraft gewonnen haben. Die Krönung einer überragenden Saison mit 50 Siegen, der perfekte Abschluss von Brunsons irrer Regular Season Leistung. Die Knicks haben gesagt, wir wollen das gewinnen, uns egal, gegen wen wir in Runde 1 spielen, komme da wer wolle, wir können jeden im Osten schlagen. Und ich mag dieses Mindset, diese Mentalität und ich hoffe, die Basketballgötter werden die Knicks dafür belohnen und die Cavs dafür bestrafen. Was uns abschließend zu meiner 5. und letzten Erkenntnis bringt, es hat eine Weile gedauert, aber Bradley Beal sieht mittlerweile wirklich gut aus bei den Phoenix Suns. Nach dem All-Star-Break legt er im Schnitt 18 Punkte und 6 Assists pro Abend bei einem 120er All-Rating und 64% Shooting auf, traf 49% seiner Dreier, ein Unterschied von Tag und Nacht im Vergleich zu seiner ersten Saisonhälfte. Auch im so wichtigen Spiel gegen die Wolves war der MVP der Suns und konnte nicht vorbeiwerfen, 36 Punkte bei 6 von 6 Dreiern. Der Mann lief so unfassbar heiß und in dieser Form brauchen die Suns ihn auch, wenn sie Minnesota in Runde 1 schlagen wollen. Brad Beal sieht immer mehr wie der Spieler aus, den die Suns damals haben wollten, als man für ihn getradet hatte und mit ihm in dieser Form dürfen wir einen tiefen Playoff-Run dieses Teams nicht ausschließen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr diese letzte Nacht verfolgt habt und was eure Gedanken dazu sind. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.